Moin zusammen, wir sind wieder, der Michi und der Harm, und heute geht's weiter mit unserer Tour auf Timbergold Trails. Moin Michi. Moin zusammen. Ja, wir haben uns vorgenommen, heute den nächsten Abschnitt zu laufen, und zwar auf Karte wollen wir von hier vom Feuerturm, wo wir sind. Hast du was geschossen? Nee, aber da ist dann irgendwas innerhalb von 30 Meter. Achso. Gut, schneller machen. wollen wir, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier oben. Genau. Dann gehen wir da nach unten zu der Sehenswürdigkeit, was auch immer da ist. Bei dem Hochsitz, dann geht's weiter. Warte mal. Wo ist es denn? Dann geht's da nach unten. Ja. Zu der Sehenswürdigkeit, dann geht's hoch. Dörr hin, und dann geht's, wenn wir es schaffen, zum Blockhaus. Oh, das schaffen wir. Ja, und damit wir nicht so lange suchen müssen, haben wir heute Mr. Spock. Nee, das ist nicht Mr. Spock, nein. Da ist Mr. Spock und Jurok? Nein, Cody. Cody, Mist. Und Cody mit. Also meine hat eine Feste an, so mit dem bisschen unterscheiden können. So, der Michi meint also, sein Hund hat eine Weste an. Ja. Okay. Jetzt kommen wir jetzt wieder nicht in die Geschichte mehr. Also ich habe ihn hier gerade in Großaufnahme. Naja gut, das Thema. Es sei denn, wir sind die bei Harry Potter und das ist eine Tarnweste, die man nicht sieht. Aber dann müssen wir den Hund auch nicht sehen. Gut, lass uns. Genau, dann will man nur den Schwanz sehen. Ja. Ach ja, wir können ja noch... Nein, nicht rennen, langsam jetzt. Rennen jetzt nicht, aber aufrecht gehen können wir schon. Weiblich, hinter uns. Aber die lassen wir auch mal hinter uns. Ja, nur ein Weibchen. Ui, wieder so ein schöner Ausblick. Meinst du, dass du 1,50 Meter über den Felsen gelaufen bist? Ja. Jetzt auch noch schwebst? Aber mir geht's genauso. Ich schwebe auch. Kann nicht jeder. Ist mein Avatar ja ein Trampeltier. Ja, das geht hier in die Knie. Hier und Oberschenkel. Ist aber gut gegen Wasserablagerung. Ja, das stimmt. So, was haben wir denn da? Oh. 17 bis 30 Minuten Maultierisch. Hier rennt auch ein Weibchen rum. Das ist direkt hier paar Meter von uns entfernt. Hinter uns oder was? Ich habe jetzt nicht gedrückt. Auf 4 Uhr. Aber das nur ein Weibchen ist, was mal weitergeht. Genau. Waren ja bis 19 Uhr zu Lodge. Da bin ich hier gespannt. Na, ich hänge hier schon. Also, schon wieder? Die dicksten finden, ich kann es rüberlaufen, also die kleinen Dinger bleibt hängen. Ja. Ups. So. Ach da. Was war das?
Monkey hier. Keiner will. Jo. Das ist heute wieder Ladies Day. Nur Weibchen hier. Ja, es könnte möglich sein, haben wir ja öfters. Männer so ein bisschen rar gesehen. Nö, ich bin schon mal hängen geblieben. Oder was sie dahinter Schmetterlinge her? Nein. Na, hörst du wohl auf zu rennen? So, geht doch. Kerl, Mittagszeit, ne, komisch. Ja. Hatte fast Uhrzeit nach Stellen. Wobei Bären sich, glaube ich, nicht an diese Ruhezeit halten, meine ich mal, irgendwo gesehen, gehört zu haben. Weiß ich jetzt auch nicht. Na gut, die jetzt gerade nicht. Obwohl so mit Grizzlies habe ich jetzt auch noch nicht nachgeschaut, ob die auch Fress- und Ruhezeiten haben. Oh, Weg ist zugewuchert. Oh, in unsere Richtung. Rocky Mountain. Jo. Mehrere. Das sind noch ein. Jo, da haben wir ihn schon. Geradeaus. Hunde schmeißt doch hier mal hin. Ich komme wieder hoch. Hier steht man höher, glaube ich. Kann hier was sehen? Aber nicht wirklich. Ne, hier sieht man gar nichts. Dann lass uns runter zum Strand gehen und da callen, ich weiß auch nicht. Ja. Würde ich sagen. Ich gehe mal gedockt, vor sich selber. Ja. Und wen hast denn das? Was? Die geduckt zu gehen. Weiß ich nicht. Nachdem ich weiß, dass es hier einen Bigfoot gibt, weiß man nie. Oh, oh, da läuft schon was. Ja, ich hab's auch gesehen. Ein Pischern. Oh, habe ich das mit? Nee, habe ich nicht. Ah, oh, nein. Hör ich mit, hör ich mit. Bleib ich in deinem Windschatten. Vielleicht färbt das hier ab. Cody, musst du noch Pipi oder hast du schon? Warum denn? Wir haben, der liegt sich im unter dir. Was? Jo! Ja, ist ja gut, wir haben dich gehört. Hinter uns? Naja, nicht ganz. Nö, das ist noch in die Richtung, wie wir den Laufen gesehen haben. So eine Entfernung sind das denn hier? Soll ich nach unten hingehen da und callen?
Ja, mach mal. Bleibt aber mal entstehen. Oh, ich hatte auch noch Urinspray mit einigen. Genau, eine habe ich ja noch. Ja, auch 150 Meter äußerst nützlich. Glaube ich. 150 Meter. Du bist jetzt 21 Meter. 23. So, hier so, wa? 26 Meter. Jo, gut. So, der ist leer. Oh, der Dreh, da. Da ist jemand ziemlich zügig unterwegs, weiß ich jetzt nicht, aber der eine Schlag hat dich gedreht und... Der eine ist unter 30 Meter jetzt, der kommt den Hang runter. Ich sehe den jetzt zwar nicht, aber doch, da kommt er. Die erste, der ist eilig, oder? Die erste Kuh, der ist ziemlich eilig, der hat auf Schlag gedreht. Er ist ein kleines Stück gespurtet oder so. Und? Runter. Meiner liegt noch oben auf der Straße. Hat sich nicht bewegt. Hier kann man sich ja hinlegen, genau. Zumindest ein Bulle muss noch kommen. Das ist ja ein Bulle. Ach, das ist ja. Also, was ist das denn für ein Lütten? Ich hab gar kein Geweih gesehen. Ach, das ist ein Spießer. Das so klein habe ich ja noch nie gesehen. Ja, dann kann es ja gut sein, dass er der Einzige ist. Obwohl von den Spurenherren waren es ja mehrere, ne? Ja. So, dann mach mal. Ja gut. So, stehen bleiben. So, das waren 26 Meter, sagst du? Ja, 24 sind das. Ja, gut, aber... 20 Meter. Voll, liegt. Das war auch sehr gut anvisiert. Das war unter 30 Meter, das geht nicht. Entschuldigung. Kann nicht sagen, dass das Tier jetzt so umgefallen ist. Das muss jetzt flüchten. Oder hast du heimlich geübt? Nö, nö. So, guck mal, was kommt. Sonst scroll noch mal die Antworten ja. War ich mal hier? Ja, vielleicht drehen die ab, das Urinspray wiegt ja noch. Die laufen ja da drauf bevorzugt los, ne? Wenn die... War da auch bestimmt gerade so schnell, weil der noch jung und unerfahren war. Ja. Der wird's nicht mehr leben, wie es ist, ein Weibchen kennenzulernen. Dein erstes Mal ist vorbei. Ja. Er war jetzt gerade mal ein Jahr, just das dazu gebrochen. Nee, so verdächtig ruhig. Warte mal, warte mal. Oder hörst du was?
Ach nee, das war so ein Blatt, so ein Ast mit einem Blatt, was da hin und her weht. Ich dachte, nein, ist nix. Ja, das scheint tatsächlich zu sein. Ja. Obwohl hier sind noch, da sind noch Ringe hier in die Richtung, die ich jetzt gucke. Du weißt ja, diese Schallringe, ne? Na gut, die können ja noch von ihnen sein, aber... So? Noch ist er ja physisch da. Ne, dann hätte man Fernglas auch was angeblendet jetzt, wenn man da... Nö, ist nicht. Okay, auch nicht. Nee. Dieses war der erste Streich. Weiter folgt... gleich irgendwo. Junge, das war wirklich Spaß. Meine. Na, kann auch schon zwei sein. Der hat zwei kleine vorne weg. Ne, ich glaube, das ist ein Spießer, ne? Ja, das ist ein Spießer. Die Maske haben sie toll hingekriegt. Ja, auch das Fell, ne? Ja. Als da wächst das Gras schon durch. So lange liegt er da aber noch nicht. So, mal gucken, was haben wir denn? Halswirbel. 87. Oh, knapp. CSS von 8,8. Ja nun, ist auch kein Wunder. Ey, der wird gewertet. Division 2. Ich dachte, das ist schon vorbei, das Turnier. Das ging doch nur 3 Tage. Oder ist man automatisch, geht das automatisch weiter? Ich weiß auch. Meinst du diese Midnight? Ja. Nee, das geht noch bis zum 23. Bis morgen geht das noch. Achso. Gut. Dann lass uns hier rum oder darum, also egal. Und du können wissen wir so oder so. Achso. Ja. Schönes klares Wasser hier. Deswegen muss ich aber jetzt kein Bad nehmen. Das plätschert so. Fast so klar wie ein Bodensee, da will kein Fisch mehr drin leben. Das ist Wasser ja so gut gereinigt, ne? Da sterben die Fische auch. Wieso ist mein Hund bei dir? Das verstehe ich nicht. Ja? Soll ich jetzt sagen? Ja, und ich glaube, wenn die wissen wollen, wie es weitergeht, dann schaut doch einfach mal den nächsten Teil an. Würde ich mal sagen, jo, geht ja immer so schnell. Ja, bis dann. Tschüss.